So, wir kommen zu unserem Glaubensbekenntnis und werden heute das sehr kurze Kapitel 27 abschließen. Letzte Woche hat Erik, sehr bravourös, bin froh für seinen ersten Bekenntnisunterricht und hoffe, dass wir von ihm noch mehr hören werden diesbezüglich. Von ihm haben wir gehört, dass die Einheit, die Christen untereinander haben, einzig und allein darin begründet ist, dass der Herr Jesus Christus uns mit sich selbst vereinigt hat. Die christliche Einheit, die Realität, dass wir untereinander eins sind, verbunden in Christus, ein Ziel haben, eine Gesinnung haben, denselben Geist haben, dieselbe Taufe haben, zu einem Bundesvolk zusammengeschweißt worden sind. Diese Realität, die passiert nur auf der Grundlage, dass Christus zuerst sich selbst mit uns vereinigt hat. Er hat uns erkauft durch sein Blut. Er hat unser Herz durch seinen Geist erneuert, sodass wir zu einem neuen Wesen geworden sind, hat uns von der Herrschaft des Satans losgekauft und unter seine Herrschaft geholt. Christus hat uns mit sich vereinigt. Er gibt uns seinen Geist, der in uns wohnt. Gott selbst wohnt in uns. Der Geist, der mit Gott vereint ist, es ist der dreieine Gott, der durch den Geist in uns Platz nimmt. Wir sind eins mit Christus. Und deswegen sind wir auch eins mit allen, die ebenfalls eins mit Christus sind. Wir haben Gemeinschaft, wahre Gemeinschaft unter allen wiedergeborenen Christen, weil Christus durch die Kraft des Geistes Gemeinschaft und Einheit mit allen wiedergeborenen Christen hat. Und so lesen wir nun den zweiten Absatz dieses Kapitels über die Glaubensgemeinschaft der Heiligen. Und da lese ich folgend. Diejenigen, die sich als Heilige bekennen, sind dazu verpflichtet, einen heiligen Umgang und eine heilige Gemeinschaft in der Anbetung Gottes zu pflegen. Machen wir hier mal eine Pause. Viele Leute reden sich darauf hinaus, dass sie sagen, wir haben ja weltweit Einheit mit allen Christen und das ist eine Realität, das ist wahr. Wir sind genauso eins mit dem Bruder, der in Afrika den Namen des Herrn anruft, wie mit dem Bruder, der neben dir in der Kirchenbank sitzt. Das ist wahr. Aber das darf nicht als Ausrede benutzt werden, um die Anbetung Gottes in der Ortsgemeinde mit den Heiligen, die an deinem Ort sind, anzubeten. Viele Leute benutzen es tatsächlich als Ausrede. Ich gehöre ja eh zur weltweiten Gemeinde, oder? Da brauche ich doch nicht zur Ortsgemeinde zu gehen. Falsch. Denn Christus, der dich zur weltweiten Gemeinde zugefügt hat, der wird in dir das Verlangen geben, Gemeinschaft mit Heiligen zu haben an deinem Ort. Und obendrein hat er dir den Auftrag und den Befehl gegeben, genau das zu tun. Und das lesen wir zum Beispiel in Hebräer Kapitel 10. Nachdem der Apostel Paulus alle Gefahren der frühen, aus dem Judentum geretteten Christen aufzählt, dass sie nicht wieder zurück in den Tempel gehen sollen, da ist das, was wir jetzt gleich lesen werden, seine erste Ermahnung. Nachdem er gepredigt hat im ganzen Hebräerbrief bis zum 10. Kapitel, dass sie nicht zurück zum Tempel gehen sollen, weil Christus die Erfüllung des alttestamentlichen Tempels ist, sagt er als erste Ermahnung zu ihnen in Hebräer 10, Vers 24, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Nachdem er dargelegt hat, was für ein perfekter Hohepriester Christus ist, ermahnt er in Vers 23, dass wir festhalten an dem Bekenntnis, ohne zu wanken, das heißt, Christus nicht mehr aufgeben, auch wenn der Druck von Freunden und Verwandten groß ist, wieder zurück in den jüdischen Tempel zu gehen. Denn der die Verheißung gegeben hat, ist treu. Und das Erste, was dann darauf folgt, ist, weil Gott treu ist, weil Gott seine Verheißung einlösen wird, deswegen gib auf deinen Bruder Acht. Gott benutzt Mittel, um im Leben seiner Erwählten seine zugesagten und verheißenen und versprochenen Wahrheiten einzulösen. Gott tut es, aber er tut es nicht mittellos, er tut es, Vers 24, durch die Brüder, die aufeinander Acht geben. Und dann in Vers 25 die Ermahnung.
indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Es ist eine große Verantwortung und in demzufolge auch eine große Sünde, wenn man diese Verantwortung mit Füßen tritt, im Leben der Geschwister eine Stimme zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Zurechtweisung zu sein. Wenn jemand die Versammlungen der Gemeinde leichtfertig nicht besucht, es gibt gute Gründe, eine Versammlung nicht zu besuchen. Es gibt unter uns einige Leute, die müssen ihre Familien ernähren, weil sie momentan halt einfach keine andere Arbeit haben, als dass sie manchmal am Sonntag arbeiten müssen. Es wäre optimal anders, aber momentan geht's halt einfach nicht anders. Es gibt Leute, die krank werden, die durch diverse Vorkommnisse verhindert werden. Aber regulär, wenn kein guter Grund besteht, ist es ein Akt der Lieblosigkeit, die Versammlungen der Gemeinde zu versorgen. Denn hier steht glasklar, weil du eins gemacht bist mit Christus, weil du zum Gnadenthron treten darfst, weil du nun zum Bundesvolk Gottes gehörst, hast du die Verantwortung, deine Brüder zu stärken in der Versammlung der Gemeinde. Und wenn du die Versammlung der Gemeinde versäumst, ist es natürlich einerseits eine Sünde gegen Gott, weil er dort angebetet wird und du seine Anbetung versäumst, aber auch eine Sünde gegen den Bruder, weil du die Verantwortung hast, die Brüder zu stärken und dich in ihre Leben zu investieren. Also, unser Bekenntnis sagt, ich lese es noch einmal, diejenigen, die sich als Heilige bekennen, sind dazu verpflichtet, einen heiligen Umgang und eine heilige Gemeinschaft in der Anbetung Gottes zu pflegen und derartige andere geistliche Dienste auszuüben, die auf ihre gegenseitige Erbauung ausgerichtet sind. 1. Korinther 6, Vers 19. Wer es nachschlagen möchte zu Hause, kann es tun. Sagt ganz klar, wir sind der Tempel Gottes, wir gehören nicht länger uns selbst. Wir gehören Christus. Wir sind Christi Sklaven. Ja, er hat uns gemacht zu Söhnen Gottes und zu Brüdern, aber auf eine Weise sind wir auf dieser Erde schuldig, seine Sklaven zu sein. Wir sind mehr als das, aber wir sind auch Sklaven Christi. Und als solche gehören wir nicht uns selbst, sondern sind verpflichtet, wie Römer 12 ab Vers 1 sagt, unsere Leben hinzugeben als geistliches Opfer, als ein lebendiges Opfer, das Gott wirklich wohlgefällig ist. Jemand, der ein Leben hingibt, der gibt sein Leben auf. Und Römer 12, Abvers 1 mahnt uns, unsere Leben aufzugeben, obwohl sie nicht beendet sind. Unsere Leben als etwas zu betrachten, das ein Opfer für Gott ist. Das heißt, der alte Mensch mit all seinen Begierden, alles, was wir erreichen wollen, all unsere Pläne und Ziele, sind gestorben. Und unser Leben dient als ein Opfer, das lebt, lebendig, für Christus, für den Herrn, weil er sein Leben für uns gegeben hat. Und deswegen sind wir verpflichtet, Christus zu folgen. Wir wollen ein Opfer für Christus sein, wir wollen Gott loben. Das geht nicht, wenn wir am Sonntag in die Gemeinde kommen, nette Lieder singen und wieder heimgehen, denn er fordert mehr von uns. Er fordert von uns, dass wir als Glieder seines Leibes, die anderen Glieder seines Leibes, und das sind Menschen, wie 1. Korinther 12 lehrt, versorgen, ihnen dienen und für sie da sind. Das ist unsere Pflicht und ein Zeichen der Realität dafür, dass wir wirklich mit Christus eins gemacht sind. Lesen wir weiter. Ebenso sollen sie auch, je nach ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedürfnissen, gegenseitig in weltlichen Angelegenheiten unterstützen. Dazu lesen wir 1. Johannes 3, die Verse 13 bis 18. 1. Johannes 3, die Verse 13 bis 18. Hier mahnt uns der Apostel Johannes, unseren Glauben zu prüfen, ob er denn echt ist. Und er nennt uns hier einen Punkt, an dem wir erkennen, ob unser Glaube wirklich echt ist. Und das heißt es in Vers 13. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tod. Das heißt, ist kein wiedergeborener Christ, auch wenn er noch Christus so sehr bekennen mag.
Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben zu geben. Meint ihr nicht, dass wir umso mehr schuldig sind, Brüder aufzunehmen? Sie anzurufen, sie zu besuchen, für sie da zu sein? Wenn wir schon schuldig sind, das Leben für sie zu geben, dann kommt damit ja alles, oder? Alles. Wir sind es schuldig, weil wir für Christus leben und die Brüder zu Christus gehören, somit auch unser Leben, unser Dienst, unsere Fürsorge, alles, was es notwendig ist, den Brüdern zu geben. Und dann heißt es weiter, wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder notleidend sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern mit Tat und Wahrheit. Wir sind verpflichtet, nicht einfach nur Motivationsreden zu halten, gut zuzureden oder gar biblische Wahrheiten den Brüdern zu sagen. Das sind wir, aber wir sind auch verpflichtet, wenn es in unserer Macht liegt, unsere weltlichen Besitztümer den Brüdern zukommen zu lassen, wenn es notwendig ist. Und dann heißt es weiter. Auch wenn diese Gemeinschaft nach der Anordnung des Evangeliums von ihnen hauptsächlich in ihren jeweiligen Beziehungen, sei es in der Familie oder in den Gemeinden, ausgeübt werden soll, also in erster Linie bedeutet Gemeindeglied zu sein, nicht dein Geld herzugeben, in erster Linie bedeutet es, in deiner Familie, aber in der Gemeinde genauso, Gott anzubeten, auch wenn das die erste Aufgabe und die erste Bedeutung der Gemeinschaft mit den Heiligen ist, so ist sie doch, so wie Gott die Gelegenheit dazu gibt, auf alle Hausgenossen des Glaubens auszudehnen. Also, wir sollen unsere Besitztümer, wenn es notwendig ist, vor dem Bruder nicht zurückhalten zu seiner leiblichen Hilfe. Und auch wenn in erster Linie die Anbetung und die Schuldigkeit des Dienstes des Christen auf seine Familie und auf seine Ortsgemeinde gerichtet werden sollte, so ist es, weil wir aber genauso eins sind mit Christus, mit dem Bruder in der Gemeinde, wie mit dem am anderen Ende der Welt. Deswegen soll auch allen Heiligen, wenn es uns notwendig oder möglich ist, an allen Orten gedient werden. Ich lese diesen Satz noch einmal vor. Auch wenn diese Gemeinschaft nach der Anordnung des Evangeliums von ihnen hauptsächlich in ihren jeweiligen Beziehungen, sei es in der Familie oder in der Gemeinde, ausgeübt werden soll, so ist sie doch, so wie Gott die Gelegenheit dazu gibt, auf alle Hausgenossen des Glaubens auszudehnen, sogar auf alle diejenigen, die an jedem Ort den Namen des Herrn Jesus anrufen. Dennoch hebt die Gemeinschaft, die sie als Heilige miteinander haben, weder das Recht oder Eigentum, das jeder an seinen Gütern und an seinem Besitz hat, auf, noch schränkt es sie ein. Also, das Bekenntnis hält hier für uns fest. Ja, du hast die Verpflichtung, den Brüdern an deinem Ort mit deinen Besitztümern zu dienen. Und das dehnt sich aus auf alle Heiligen. Wenn du mitbekommst, dass Heilige, die einer anderen Ortsgemeinde oder sogar einem anderen Land angehören, die irgendwo sind, und du hast die Möglichkeit, Gutes zu tun mit deinen Besitztümern, mit deinem Geld, dann tu's. Trotzdem ist diese Verpflichtung nicht etwas, was das Recht auf Eigentum aufhebt. Du gibst, wenn du Christ wirst, nicht sofort das Recht an deinen Besitz auf. Die Schrift ist sehr klar. Gottesfurcht kann sich darin äußern. Gott kann segnen, dass er zum Beispiel dafür sorgt, dass ein gottesfürchtiger Mann seinen Söhnen ein Erbe geben kann. Oder zum Beispiel in der Schrift selbst, wo in der Apostelgeschichte, ganz am Anfang, in der Apostelgeschichte 5, Vers 4, ihr könnt es gerne nachlesen, die Leute ihre Besitztümer verkaufen und Ananias und Sapphira, die Apostel, darüber anlügen, wie viel der Acker, den sie verkauft haben, denn wirklich gekostet hat und wert war, sagt er, hättet ihr nicht verfügen können über das Geld? Er sagt damit, sie hätten mit vollem Recht dem Apostel sagen können, pass auf, wir haben den Acker um diese Summe verkauft, wir wollen diese Summe behalten und diese geben wir. Aber weil sie gesagt haben, nein, der Acker hat dies gekostet, haben im Geheimen etwas für sich behalten und so getan, als hätten sie alles gespendet,
Deswegen hat der Herr ihr Leben von ihnen gefordert. Aber aus dieser Geschichte in Apostelgeschichte 5 geht hervor, dass der Apostel nicht davon ausgeht, dass sie sämtliches Recht an ihrem Besitz verloren haben, sondern er sagt ihnen in Apostelgeschichte 5,4 explizit, sie hätten mit Recht einen Teil des Geldes, des Ertrags für sich behalten können. Ihre Sünde war lediglich die, dass sie gelogen haben und behauptet haben, der Ertrag, den sie geben, sei alles, was sie dadurch eingenommen haben. Also, so verhält sich die Verpflichtung gegenüber den Brüdern und dem Recht auf eigenes Besitz. Nächstes Mal beginnen wir Kapitel 28 über die Taufe und das Herrenmahl.